Und? Komm schon, komm schon, noch ein paar Sekunden mehr! Noch ein paar Sekunden mehr! Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zum neuen Video, das Spiel wie Happy Room. Und wir machen weiter und versuchen ihn zu verletzen, schätze ich mal. Wieso eigentlich auch nicht? Okay, lass mal sehen, was für Missionen es gibt. Mission 57 heißt Tennis. Das sieht nach viel Spaß aus. Oder wisst ihr was? Wisst ihr was? Bevor wir jetzt alle Missionen quasi machen, werden wir erstmal alle Waffen freischalten. Weil es gibt ja noch einige Waffen, die wir freischalten können. Okay, wir müssen ihm so viel Schaden machen, wie es geht, okay? Deswegen denke ich, werde viele Minen. Ja, wir werden einfach überall... Oh, Moment mal, kann ich irgendwie schneller aufstellen? Ich weiß nicht, ob ich... What? Oh mein Gott, ich habe eine Methode gefunden, wie ich gedrückt halten kann, Leute. Ich kann gerade nicht glauben, dass ich eine Methode gefunden habe, wie ich gedrückt halten kann. Das ist ja voll geil. Man muss quasi SDRG gedrückt halten. Ich habe es gerade erst herausgefunden. Und dann kann man ihn quasi... Kann man so viele platzieren, wie man will. Oh, das ist der Hammer. Wir werden ihm so viel Schaden machen. So extrem viel Schaden. Das werdet ihr gar nicht glauben. Es wird nicht mehr normal sein, wie viel Schaden er bekommen wird. Ein paar Bounce-Dinger natürlich auch noch. Sehr, sehr wichtig, würde ich sogar sagen. Und ein Bounce-Teil nach oben. Und jetzt, weil wirklich diese Waffe macht einfach den meisten Schaden. Der Eisstrahl. Der Eisstrahl macht einer der meisten Schaden. Das ist einfach so. Ich weiß nicht mal, wieso diese Waffe so einen Schaden macht. Ich kann es mir nicht erklären, aber die scheint wirklich gut zu sein. Deswegen, die werden wir einsetzen. Und da wir immer noch ein bisschen Geld übrig haben. Raketen? Ja, da, soll ich sagen? Na, Raketenwerfer sieht nicht so aus, als würde es viel Schaden machen. Ich werde einfach ein paar mehr Minen aufstellen. Ich hoffe, er wird alle Minen berühren. Leute, das muss viel Schaden sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich würde wirklich das komplette Restgeld für Minen aufwenden. Ich frage mich, ob man irgendwie noch auf eine schnelleren Art alles platzieren kann. Ich bin mir nicht sicher. Aber okay, lass anfangen und gucken, was passiert. Soll ich Zeitlupe machen? Ich mache mal Zeitlupe. Ich habe noch nie Zeitlupe gemacht, deswegen... Oh, er ist eingefroren. Und er bekommt so viel Schaden. Oh, das sind schon richtig viel Schaden. Okay, er bekommt richtig viel Schaden. Ich mache mal normale Geschwindigkeit. Oh. Okay, nice. Kommen wir überhaupt da ran? Müsste eigentlich. Es müsste klappen. Es müsste klappen, hundertprozentig, oder? Oh. Haben wir gerade alle Waffen freigeschaltet? Wir haben gerade irgendwie alle Waffen freigeschaltet, fällt mir gerade ein. Oh mein Gott. Mein Ability? Oh mein Gott. Was war das? Wie cool war das denn? Minality, weil wir ihn so mit Minen zerstört haben. Oh mein Gott, das war ja voll cool. Jetzt haben wir alle Waffen. Wir haben alle Waffen, die es hier in dem Spiel gibt. Okay, jetzt haben wir wirklich alle Waffen. Das bedeutet, wir können jetzt an die Mission Tennis gehen. Spicken... Ah, nee, das ist komisch. Spicken Sie das Testobjekt mit Plasma-Kanonen von den beiden Wänden ab. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Um ganz ehrlich zu sein, deswegen diese Mission werden wir erstmal nicht machen. Plasma-Kanone, Bindestrich, Teleporter an der Decke. Okay, erstmal werden wir Teleporter platzieren. Schwerkraftstrahl. Plasmakanonen. Hier haben wir die Plasmakanonen. Ziemlich, ziemlich geil. Ich weiß aber nicht, wie die funktionieren. Und so eine hohe Reichweite haben diese Waffen auch nicht. Deswegen, ich weiß nicht wirklich, ob die gut ist. Hier haben wir auch Disco-Kugel, Todesstrahl und schwarzes Loch. Gott, einmal einsetzen. Ich will kurz das schwarze Loch mal testen. Oh. Wow. Aber es macht nicht so viel Schaden. Es macht wirklich nicht so viel Schaden. Also, ein bisschen merkwürdig. Ich meine, es sieht richtig geil aus, aber es macht nicht so viel Schaden. Aber ich bin mir sicher, da kommen noch richtig gute Mission hin mit dem schwarzen Loch. Aber hier, teleportieren Sie eine Rakete. Lass uns lieber das tun, weil das einfach aussieht. Okay, erstmal eine Teleporter. Die können wir auch mal an die Seite tun. Und ich glaube, die Rakete sollte von links nach rechts fliegen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich gehe mal davon aus. Deswegen nehmen wir jetzt einfach eine Rakete und platzieren sie hier. Hier geht's nur leider. Okay, da muss ich die Teleporter natürlich ein bisschen tiefer setzen. Weil ich glaube, die Rakete fliegt von links nach rechts und dann die ganze Zeit durch. Das heißt, wir können quasi ein unendlich langes, wie auch immer, machen. Er geht dahin, okay. Und fliegt er da durch? Oh, was? Die Rakete wurde nicht teleportiert. Wieso wurde die Rakete nicht teleportiert? Moment mal. Machen wir dasselbe nochmal. Normalerweise müsste es klappen. Was macht die Rakete falsch? Moment mal. Wieso ist sie explodiert? Sie wurde nicht mal teleportiert, Leute. Was ein bisschen merkwürdig war. Das verstehe ich gerade gar nicht. Sie kann auch in... Oh, sie kann sogar nach oben fliegen. Okay, Moment mal. Wenn sie nach oben fliegen kann, das müsste doch gehen, oder? Bitte geh, bitte geh, bitte geh, bitte geh. Komm schon. Yes! Okay, wir haben die Mission geschafft. Das ist die... Wow. Oh, es spawnen immer neue Raketen. Wow, okay, das ist heftig. Ah, ich weiß, woran es lag. An diesem Teil, seht ihr das? An diesem komischen Teil, was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, daran lag es, dass die Rakete da nicht durchgekommen ist, sondern explodiert ist. Ich gehe mal davon aus, ich bin mir nicht sicher. Aber die Mission haben wir geschafft. War aber auch ziemlich einfach. Feiern Sie 30 Sekunden lang Party. Ich meine, jetzt haben wir eine Disco-Kugel, womit wir eigentlich Party feiern können. Deswegen, wieso sollten wir das nicht einsetzen? Einfach so? Ich habe keine Ahnung. Ich will gucken, wie die funktioniert. Ernsthaft? Das ist die Mission?
Oh mein Gott, wie viele Disco-Kugeln. Moment mal, aktiviert sich die Disco-Kugel auch, wenn er nicht in der Nähe ist? Ja, sie... Was? Was passiert, wenn ich mehrere Disco-Kugeln platziere? Ich kann nur eine. Aber wie lange funktioniert die Disco-Kugel? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht solange er Schaden bekommt? Todesstrahl? Was ist das? Okay, lass uns das kurz einsetzen. Was ist der Todesstrahl? Und die Disco-Kugel hört nach einer Zeit auf. Ja, ich glaube, sie hört auf, weil der Charakter keinen Schaden nimmt. Ich gehe mal davon aus. Lass uns mal versuchen, dem Charakter Schaden zu machen, indem wir einfach mal hier Piranhas reintun. Da bekommt ihr dauerhaften Schaden. Was mich interessiert, geht die Party dann weiter? Ja, sie geht weiter, solange er Schaden bekommt. Ich verstehe. Sobald der Schaden aufhört, hört sie auf. Das heißt, man muss dauerhaft konstanten Schaden machen oder quasi dauerhaft allgemein Schaden machen, damit die Disco-Kugel weiterläuft. Und das für 30 Sekunden, was aber eigentlich kein Problem sein sollte, vor allem nicht mit Bones-Teilen. Ich glaube, Flammenwerfer macht auch sehr viel Schaden. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube, Flammenwerfer macht sogar sehr, sehr viel Schaden. Deswegen, ich platziere so viele Flammenwerfer, wie es geht. Kann ich hier? Ja, okay, nice. Und jetzt noch ein paar Minen. Ja, ich würde sagen, den Rest des Geldes werde ich für Minen aufwenden. Und dann müssen wir 30 Sekunden lang Schaden machen. Ich glaube, so funktioniert das. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber ich hoffe, so funktioniert. Das wäre das absolut epischste, wenn das so funktionieren würde. Oh Gott, ich sehe schon, das wird kein Spaß für ihn. Das wird gar kein Spaß für ihn. Das wird nicht mehr normal. Irgendwie tut er mir jetzt schon leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Mal gucken, ob die Party gut sein wird. Also bis jetzt feiern die immer noch Party, okay. Oh, das ist viel Schaden, by the way. Das ist sehr viel Schaden. Oh Gott, die Party läuft immer noch. 30 Sekunden lang, das ist echt eine lange Zeit, Leute. Das ist eine sehr lange Zeit. Er muss weiterhin... Obwohl, schaffen wir das überhaupt? Ich glaube nicht. Er existiert ja nicht mal mehr. Oh, Virality. Oh mein Gott. Man kann anscheinend viele davon bekommen, von diesen Tees. Aber wow. Was? Wieso sieht das so brutal aus? Und es hat einfach so aufgehört. Okay, anscheinend, wow, das ist schwerer, die Mission ist wirklich schwerer, als ich dachte. 30 Sekunden lang Party machen ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, Monster, oder? Sollten sehr, sehr lange halten. Ich bin mir nicht sicher, wie es mit Monstern aussieht, aber ich glaube, Monster kann man überall platzieren und ich denke, die machen lange Party, weil ich meine, die finden letzten Jahr quasi dauerhaft. Oder liege ich falsch? Ich meine, Monster sterben doch nicht allzu schnell aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich richtig liege. Vielleicht noch Mini-Laser? Vielleicht mehrere Mini-Laser, weil ich glaube, Mini-Laser halten auch eine lange Zeit durch. Ich habe keine Ahnung. Manche Waffen habe ich echt nicht so oft verwendet. Und natürlich die Disco-Kugel. Das ist die Pflicht. Die größte Pflicht, die es gibt. Okay, dann lass mal sehen, ob die Monster in der Lage sind, Party einfach zu machen. Ja, die halten schon sehr lange aus, wie ihr sehen könnt. Aber 30 Sekunden? Gibt es überhaupt eine Waffe, die 30 Sekunden aushält? Und ich sehe gerade, dieser Mini-Laser, der hält gar nicht so lange aus. Aber die Monster kommt schon. Ich hab noch nie gesehen, dass die Monster aussterben. Oh Gott, stimmt. Eine große Sache, und zwar, wir dürfen nicht allzu viel Damage machen, ansonsten kommen wir wieder an so eine Fatality oder wie auch immer. Oh nein, oh nein. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Bitte erlange Schaden, erlange Schaden. Oh, er erlangt keinen Schaden, Leute. Bitte, mach doch, muss ich warten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich warten muss, die kommen aber nicht an ihn ran. Oh, jetzt wieder ein bisschen. Ging da was hoch? Ah nee, die Disco-Kugel geht gar nicht mehr an. Oh, die Disco-Kugel geht dann gar nicht mehr an. Oh, oh. Das war gar nicht gut, Leute. Ich glaube, wir müssen mehr Bounce-Teile platzieren. Weil dieses Bounce-Teile ist sehr schnell kaputt gegangen. Ja, ich denke, wir müssen einfach mehr Bounce-Teile platzieren. Das war echt nicht schlau. Wir hatten viel zu weniger. Jetzt sollten wir aber eigentlich genug haben, oder? Ich glaube, ich packe das ein bisschen mehr an die Ecke, damit er dann nicht stuck bleibt. Weil wenn er in der Ecke bleibt... Wisst ihr was? Ich verstelle das mal, weil 30 Sekunden ist eine lange Zeit. Deswegen, ich will nicht so lange warten. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich denke, die Monster sind perfekt für diese Mission. Die Monster könnten perfekt für diese Mission sein. Und? Komm schon, noch ein paar Sekunden mehr. Noch ein paar Sekunden mehr. Yes! Oh, das war extrem nice. Ich wusste doch, dass die Monster dafür perfekt gemacht sind. Merken wir uns, dass die Monster überleben dauerhaft? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die dauerhaft überleben. Bestimmt nicht dauerhaft, aber eine lange Zeit. Fügen Sie dem Testobjekt Feuer, Blitz, Piranha und Säureschaden zu, während es auf einer großen Rakete fliegt. Oh nein, okay, das klingt extrem heftig. Während es auf einer großen Rakete fliegt. Okay, würde ich sagen. Erstmal platzieren wir diese Teile hier. Aber das muss ein bisschen tiefer, ne? Ja, die müssen ein bisschen tiefer leider. Und dann platzieren wir erstmal eine Rakete. Und dann platzieren wir die ganzen anderen Sachen, die dazu gehören. Okay, die Rakete sollte so platziert werden. Ich denke, sie müsste dann gut durchkommen. Er wird auf die Rakete fallen. Und okay, fangen wir an. Erstmal Feuer. Feuer sollte kein Problem sein. Wir gehen einfach auf Waffen und holen uns Feuer. So, okay. Wir platzieren einfach ein bisschen Feuer hier unten. Okay, was braucht er noch? Feuer, Blitz. Oh, was für eine Waffe ist Plasmakanone? Ist es Blitz? Ist Plasmakanone Blitz? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher gerade. Laser, ist das Blitz?
Boah, ich habe gar keine Ahnung, was genau Blitz ist. Eisstrahl, steht auch Eis? Piranha auch noch? Oh mein Gott. Aber Eis steht da Eis? Okay, Piranhas sollten eigentlich ziemlich einfach sein, würde ich sagen. Ja, Piranhas sind sogar ziemlich, ziemlich einfach. Er muss ja quasi nur durchfliegen. Ich denke, die Rakete wird durch das Wasser fliegen. Ich gehe mal davon aus. Und wir müssen quasi Säureschaden noch reinmachen. Das heißt, wir gehen nochmal zu Waffen. Und wir schauen mal, wo ist die Säurekanone? Säurespucker. Ich glaube, ja, der ist sehr, sehr wichtig sogar. Den platzieren wir hier einfach hin. Ja, der ist sogar sehr, sehr wichtig. Okay, nice. Ich glaube, das könnte sogar klappen. Ich bewege das aber. Na, okay, da ist kein Platz mehr. Ich weiß nicht, ob ich auch was vergessen habe. Wahrscheinlich schon. Und? Blitz? Ich habe Blitz vergessen, oder? Ich habe Blitz vergessen. Oh! Oh, ich habe die Enemy schon geschafft, wo ich nicht wusste, was das heißen soll. Spicken sie irgendwas? Keine Ahnung, was das war. Aber okay, das war sehr gut. Wir müssen nur noch Blitz. Ich glaube, wir müssen nur noch Blitz. Und Blitz ist hier eigentlich... Nee, Laser war es nicht. Wo war Blitz nochmal? Tesla ist auf jeden Fall Blitz. Also wenn Tesla kein Blitz ist, habe ich keine Ahnung. Moment mal. Kann ich nicht Tesla verbessern? Ich habe hier genug Geld. Wo ist Tesla? Hier ist Tesla. Und ich glaube, jetzt können wir Tesla sogar auf den Boden hin tun, was sehr, sehr gut sein wird. Und sehr, sehr notwendig. Hier ist Tesla. Und Tesla packen wir dann... Wir haben keinen Platz mehr für Tesla. So. Er müsste quasi einfach durchfliegen, oder? Ich gehe mal davon aus. Er muss aber mindestens einmal durchfliegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ja. Blitz hat gefehlt, Leute. Blitz hat gefehlt. Wir haben die Mission geschafft. Es war eine ziemlich einfache Mission. Die war nicht wirklich schwer. Aber zum Glück haben wir sie gemeistert. Treffen Sie das Testobjekt mit 10 Raketen, während es auf einer riesigen Rakete fliegt. Diese Mission wird immer heftiger. Aber theoretisch ist es gar nicht so schwer. Vor allem mit dem Teleporter nicht, weil... Ich dachte eigentlich, mit dem Teleporter kann er dauerhaft auf eine Rakete fliegen, aber so ganz einfach ist es nicht. Anscheinend hört er irgendwann auf. Was ein bisschen schade ist, ich denke, man könnte es so machen, dass er dauerhaft auf der Rakete bleibt. Das wäre Hammer. Aber okay, er muss auf der Rakete fliegen und er muss quasi von anderen 10 Raketen getroffen werden. Hier, wir müssen die platzieren. Kann ich nicht die Rakete verbessern, die Waffe verbessern? Ich glaube, wir müssen das hier verbessern, oder? Raketenwerfer, große Rakete. 50% mehr Schaden. Okay, das ist aber nicht unser Ziel. Wir nehmen das hier. Macht Anbringen an der Decke und Boden möglich. 50% mehr Munition. Ich habe gerade gespuckt. Okay, wir können jetzt Raketen unten platzieren. Wir können quasi so viele Raketen platzieren, wie wir möchten. Ich denke, dass das könnte sehr, sehr gut sein. Weil ich meine, er muss ja von so vielen Raketen getroffen werden wie möglich. Deswegen ist das das Beste, was wir tun können. Oh, das sind eine Menge Raketen, die wir da platzieren. Das werden wirklich viele sein. Oh, er tut mir jetzt schon leid. Und ich denke, das könnte klappen, oder? Komm schon. Ja. Ja, er wurde getroffen. Oh nein. Oh nein. Wieso hört er immer auf der Rakete zu bleiben? Ich verbessere mal die große Rakete nochmal. Mal schauen, ob es jetzt geht. Bitte überlebe länger. Oh mein Gott. Oh, er ist wieder dran. Eine noch, ein... Ja! Oh mein Gott. Oh, das ist viel Schaden. Diese Waffen machen eine Menge Schaden. Zeitlupe. Ich frage mich, ob ich eine Raketentality bekomme oder so. Oh mein Gott, das ist... Oh, schaut euch ihn mal an. Oh, ho, ho, ho. Geht er wieder... Er geht auf die Rakete. Oh, das hört nicht auf. Fügen Sie dem Testobjekt 12.000 Schaden zu. Das ist eine Mission? Das habe ich vor Jahren mal geschafft. Okay, normale Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Lassen Sie den abgetrennt... Ich schaffe hier Missionen, wovon ich nicht mal wusste, dass man die überhaupt schaffen kann. Anscheinend irgendwie so. Okay. Oh, das war's. Wir haben 12.000 Schaden nicht geschafft. Aber okay, ich schätze mal, das ist dann unsere nächste Mission. Bekomme 12.000 Schaden, schätze ich mal. Was aber ziemlich einfach aussieht. Weil ich meine, wie kann man denn 12.000 Schaden nicht bekommen? Ich könnte eine Menge Raketen platzieren, aber ich denke, wir werden das mit Minen. Sollen wir das mit Minen tun? Ich bin mir nicht sicher. Erstmal ganz wichtig, wieder diese Teile hier platzieren, diese Federn, damit er immer in Bewegung bleibt. Das ist für mich bei weitem das wichtigste Item, denke ich sogar. Die Federn sind bei weitem das wichtigste Item. Und jetzt müssen wir ihm 12.000 Schaden hinzufügen, was aber kein Problem sein sollte. Hoffe ich mal. Ich glaube, die mit dem Schaden sind wirklich die beste Mission. Sie sind auch die einfachste Mission. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach, weil ich meine, einfach nur Schaden machen, das ist ja das Einfachste. Vor allem 12.000 Schaden haben wir ja schon vor Jahren gemacht. Deswegen, das sollte gar kein Problem sein. Ich will aber nicht zu viel meine Minen platzieren. Ich denke, ich platziere wirklich nur Minen, die er auch beim ersten Fall bekommt. So, ich denke, das reicht, weil ich will nicht immer nur Minen platzieren. Wir könnten mehr Raketenwerfer platzieren, denn wie wir gesehen haben, die machen eine Menge Schaden. Nur die haben aufgehört, Schaden zu machen, weil der Charakter sich nicht mehr bewegt hat. Aber ich denke, das müsste reichen eigentlich, um 12.000 Schaden zu bekommen, oder? Ich meine, ich könnte noch mehr platzieren. Ja, ich will noch ein paar Eisteile platzieren, damit wir sicher gehen, dass er wirklich 12.000 Schaden bekommt. Weil aus irgendeinem komischen Grund machen diese Teile wirklich so viel Schaden. Und wir haben fast kein Geld mehr. Das ist perfekt. Weil mittlerweile haben wir so viel Geld, dass es schwer ist, das ganze Geld aufzubrauchen. Deswegen, ich denke, das muss klappen, oder? Ja, 12.000, easy, oder? Wow, okay, das wird mehr als 12. Wow, das wird heftig. Vor allem, wenn es ganz zum Schluss kommt. Oh, oh. Was bekommen wir für eine Fatality? Wahnsinn.
Oh, Rocketality. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, ich liebe es. Ich liebe diese Schrift zum Schluss. Ich wusste gar nicht, dass die existiert. Das ist so witzig und so cool. Aber okay, wir haben die Mission geschafft. Wir haben ihm genug Schaden hinzugefügt. Und jetzt können wir lachen. Lacht ihr alle? Okay, keiner lacht. Brauchen Sie 3 Todeslaser vollständig auf? Okay. Bevor wir das tun, müssen wir erstmal wissen, wie dieser Todeslaser überhaupt... Todesstahl? Ja, das muss der Todesstahl sein, oder? Oh mein Gott. Habe ich Geld? Ja, wir können den Todesstahl einmal verbessern. Was macht es dann? Macht Anbringen an der Decke und Boden möglich. 50% mehr Schaden. Ich will gar nicht wissen, was es überhaupt ist. Wie viel? 3 Todeslaser. Okay, sieht heftig aus. Oh. Ist aber gar nicht so einfach, ne? Ne, ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, schaffen wir es schon jetzt schon? Das wäre natürlich heftig, wenn wir es jetzt schon schaffen würden. Alter, diese... Nein, ich wusste es. Es war so klar. Es war so klar. Wisst ihr was? Ich werde diese Todeslaser, Todesstrahl, genau, das ist ja, random platzieren. Und dann werden wir wahrscheinlich vorspulen und ihn dauerhaft in Bewegung lassen. Obwohl, einmal nach rechts, nach links, wie auch immer. Okay, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, er bleibt immer in Bewegung. Ich denke, das müsste klappen. Ich verschnelle das auch mal. Weil ansonsten dauert das zu lange. Aktiviere die Laser. Oh nein. Okay, das hat geklappt. Oh, das ist sehr gut. Aber macht er jetzt weiter? Ja. Okay, er macht weiter, Leute. Komm schon. Ah, ja, das nächste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und noch einen einzigen Laser. Oh mein Gott, dein Ernst? Moment mal, man kann ihn sogar hier aufstellen. Wieso soll das dann so schwer sein? Ich verstehe nicht, wieso das so schwer sein sollte. Ich meine, wir können die ihn sogar hier hin tun. Ja, das ist eigentlich voll easy. Oh, ich habe voll vergessen, dass wir ihn da sogar hin tun können. Oh, das ist echt blöd von mir gewesen. Okay, das macht es natürlich wesentlich einfacher. Da müssen wir ja quasi nur noch Bounce-Teile platzieren, die nach links und nach rechts gehen. Also quasi auf der linken Seite nur Bounce-Teile, die nach rechts gehen. Und auf der rechten Seite nur Bounce-Teile, die nach links gehen. Irgendwie habe ich bei dem Spiel eine Links-Rechts-Schwäche. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Aber okay, wie auch immer. Lass uns anfangen, ich verstelle das wieder. Und das ist einfach, oder? Aber das ist einfacher, wenn es an der Decke ist. Oh Gott, wow, das ist so krass. Nein, komm schon, du hast doch fast... Okay, der erste ist aufgebraucht. Aber wieso aktiviert sich der andere dann nicht? Oh, oh. Okay, das ist heftig. Und, geschafft? Yes, wir haben es geschafft. Okay, das war sehr spaßig. Aber okay, das war's für die heutige Folge von Happy Room. Ich liebe das Spiel extrem und ich bin sehr froh, dass es euch gefällt. Wenn ihr mehr von Happy Room sehen wollt, vergesst nicht zu bewerten. Falls du es nicht getan hast, kannst du unten gerne kostenlos abonnieren. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.